ist jeder Organismus, der genug Masse und kognitive Fähigkeiten hat, ein potenzieller Überträger. Stimmt etwas nicht? Nein, nein. Gut, wollen wir? Ich guck gleich wegen der Freundschaftsanfrage. Jetzt wird man nicht ungeduldig hier. Leider hat sich meine Nützlichkeit nun erschöpft. Das Protokoll gestattet es Einheiten meiner Klasse nicht, eine so wichtige Aufgabe wie die Vereinigung des Index mit dem Kern auszuführen. Dieser letzte Schritt ist der Ihre, Reclaimer. Merkwürdig, das ist sehr unerwartet. Ach, wirklich? Cortana. Ich war die letzten 12 Stunden hier drin und habe zugesehen, wie Sie diesem Ding helfen, unser Grab zu schaufeln. Er ist ein Freund. Oh, das war mir nicht klar. Ein Kumpel. Sehr schön. Ist Ihnen klar, wozu er Sie beinahe gebracht hätte? Ja. Zum Aktivieren von Halo und Vernichten der Flut. Dazu haben wir den Index in den Kontrollraum gebracht. Im Ernst? Eine künstliche Intelligenz im Kern? Das ist völlig inakzeptabel. Klappe halten! Wie unverschämt! Ich werde sie löschen! Vielleicht keine gute Idee. Wie können Sie es wagen? Wagen? Ich habe den Index. Und jetzt zieh Leine. Genug! Die Flut breitet sich aus. Wenn wir Halo aktivieren, löschen wir sie aus. Sie wissen nicht, was der Ring tut, stimmt's? Wozu er gebaut wurde. Halo tötet nicht die Flut, sondern ihre Nahrung. Menschen, Allianz, alles. Wir sind alle essbar. Die Flut stoppen nur, wenn sie keine Nahrung haben. Und genau dafür sorgt Halo. Die Auslöschung allen empfindungsfähigen Lebens. Fragen Sie, los! Stimmt das? Ungefähr. Technisch gesehen hat der Impuls einen Wirkungsradius von 25.000 Lichtjahren. Da die anderen folgen, gibt es in der Galaxis kein Leben mehr. Zumindest kein Leben mit genügend Biomasse, um die Flut zu ernähren. Aber das war Ihnen ja klar. Oder etwa nicht? Da fehlte wohl ein Detail. Wir haben die Eindämmungsvorschriften genauestens befolgt. Sie haben mich bei jedem Schritt durch diese Krise begleitet. Chief, ich orte Bewegungen. Warum zögern Sie? Sie haben es doch schon getan. Wir müssen weg. Sofort. Letztes Mal fragten Sie mich, was würde ich an Ihrer Stelle tun, wenn ich die Wahl hätte? Meine Antwort lautet nach wie vor. Es gibt keine Wahl. Wir müssen den Ring aktivieren. So ein Arschloch. Wir müssen weg. Ja, Cortana. Wenn Sie nicht helfen, suche ich mir einen anderen. Ich benötige den Index. Geben Sie mir die künstliche Intelligenz oder ich muss sie mir nehmen. Kommt nicht in Frage. So sei es. Kopf aufbewahren, Rest beseitigen. Achtung! Wieso habe ich die Waffe? Und jedes Mal. Achtung! Jedes Mal dasselbe. Und, also. Jedes Mal falle ich runter. Willst du mich erpressen, deutsches Opfer? Der Illuminat darf Halo nicht aktivieren. Wir müssen ihn stoppen. Wir müssen Halo zerstören. Nach Analyse der verfügbaren Daten glaube ich, dass die beste Vorgehensweise etwas riskant ist. Eine ausreichend starke Explosion wird den Ring destabilisieren und ein paar Primärsysteme lahmlegen. Doch die Detonation muss auf jeden Fall stark genug sein. Es dürfte ausreichen, wenn die Fusionsreaktoren eines Sternschiffes den kritischen Zustand erreichen.
werde prüfen, was vom Gefechtsnetz der Allianz noch übrig ist. Mal sehen, ob ich die Absturzstelle der Pillar auf Ort ausmachen kann. Wenn die Fusionsreaktoren des Schiffs noch brauchbar sind, können wir den Halo zu zerstören. So. Lief besser als letztes Mal. Du willst mich bezahlen. Ich werde mir Gold holen. Keine Sorge. Ich werde Halo aber trotzdem erstmal solo durchziehen. Ey, so sehe ich wenigstens was. Oh, der. Den Eliten hatte ich doch vollkommen vergessen. Vielen Dank für deine Waffe, Junge. Ich habe die Absturzstelle noch nicht beachtet. Aber wir müssen Zeit gewinnen, für den Teil, dass der Illuminat oder seine Wächter es schaffen, Halos ultimative Waffe ohne den Index zu aktivieren. Die Anlagen in diesen Schluchten sind Halos primäre Feuermechanismen. Sie bestehen aus drei Phasenpulsgeneratoren, die Halos Signal verstärken, damit es tief in den Weltraum geschossen werden kann. Der Energiepegel ist enorm. Es würde Ewigkeiten dauern, die Reichweite des Impulses zu berechnen. Wenn wir diese Generatoren beschädigen oder zerstören, muss der Illuminat sie reparieren, bevor Halo benutzt werden kann. Das gibt uns Zeit. Ich markiere den Standort des nächsten Generators mit einem Nachtpunkt. Wir müssen das Gerät umsetzen. Muss den da loswerden erstmal. Jetzt stirb doch nicht, du scheiß Alien da. Meine Güte. Boah. Ich... Ja, wo habe ich mich jetzt manövriert? Ich habe keine Ahnung. Ja, können wir machen. Momentan spiele ich sowieso auf der Xbox relativ viel off. Was ist denn der Lied da? Gut, gut, gut. Wo ist deine Waffe, Junge? Guten Eliten habe ich nicht getroffen, aber ich habe den Grunt getroffen. Er hat mir mal einen Grunt gegeben, ihn zu töten. So. Oh cool, ich habe einen erwischt. Hallo? Hier ist bestimmt irgendwo ein Medikit, oder? Ich guck mal eben. Ich und Noob. Mhm. Du Homo Sapien Dreckstück. So. Hat der hier eine bessere Waffe? Ja, hat der. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich frühestens nächste Woche. Frühestens. Ich hab's nicht so eilig momentan damit. Weil ich noch nicht so viele Spiele habe, die man überhaupt online spielen kann. Bis auf Halo jetzt. So. Hat er eine bessere Waffe? Wo sind die? Egal. Das wird ein Spaß. Aber immerhin habe ich auf bessere Chancen als vorher. Also als ich das letzte Mal gespielt habe. Da sah es richtig beschissen aus. Sieht aus, als wäre ein Medic. Und Raketenwerfer. Warten Sie, wir sollten eine dieser Bänke nehmen, sonst schaffen wir es nicht.
Impulsgenerator. So sieht schon mal ganz anders aus. Also. Ernsthaft, du Scheiße. Geht doch. Apex habe ich schon. Fortnite spiele ich wenn auf dem PC. Oh, ernsthaft. Ich habe eine verdammte Schrotflinte. Jetzt geh mir nicht auf den Sack, Junge. So. Wo ist die andere Elite? So. Noch Fragen? So, da, noch eben Munition holen hier. Ja, zwei Schuss, ja. Könnte schlechter aussehen. War hier unten nicht noch irgendwie was? Nein, ist weg, alles klar. Schade. Gut, los geht's. Der Nachtpunkt stellt unser Ziel dar. Alles klar, bis gleich. Ich kann rückwärts hochfliegen. Wissen wir es. Ja, das lief super. Ich hab mir gerade ernsthaft. Ja, das war geplant, definitiv. Irgendwie eine Rüstung oder irgendwie sowas? Also nicht Rüstung, Medikit. Ich will doch nur ein Medikit, will nur ein Pflaster haben, am besten von Hello Kitty. Das ist der Generator. Sein Zentralkern ist ein Signalverstärker und den müssen wir abschalten. Wir müssen den Energiestrom des Generators unterbrechen. Ich habe ihr Schildsystem so eingestellt, dass es einen so heftigen EM-Puls abgibt, dass der Generator lahmgelegt wird. Dazu müssen sie in den Strahl hineinlaufen. Der Impuls müsste den Generator überladen, aber er legt auch ihre Schilde lahm und macht sie verwundbar, bis die Schilde wieder geladen sind. Missionsziel erreicht. Der Impulsgenerator wurde überladen. Scan läuft. Der Zentralkern des Generators ist offline. Gute Arbeit. Ach scheiße, diese Viecher. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg, den wir letztes Mal vorwärts gelaufen sind, wieder zurücklaufen. Das heißt, müssen jetzt die Pfeile immer rückwärts laufen. Ich spare mir jetzt ehrlich gesagt die ganzen Kämpfe so ein bisschen. Der zweite Generator befindet sich in der nächsten Schlucht. Ich markiere das Ziel mit einem Nachtpunkt, wenn wir näher dran sind. Ich weiß gar nicht, wie man eine Rolle hier macht. Ich
egal. Ich muss erstmal die ganzen Gegner da loswerden. Tja. Das war ein Elite. Oh fuck. Die halten leider nicht sonderlich viel aus, die Gegner. Die Raumschiffe. Das sind nur die Grunts da noch, ne? Gut, sollen sie sich damit ab... Sollen die sich damit abrackern? Ich hätte gern ein Medipack. Das kam aber ziemlich spät, wenn ich mich noch recht erinnere. Ich habe leider nur die zwei Waffen. Raketenwerfer werde ich wahrscheinlich gleich weg austauschen. Scheiße. Hat er mich doch noch gesehen. Von da sind wir gekommen, das heißt, wir müssen genau hier lang. Meine Wegfindung ist manchmal echt bescheuert. Und es ist echt noch nicht so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Oh, scheiße. Zum Glück konnte er nicht abfeuern. Nee. Ist deine Waffe besser? Ja, ist sie. So. Gut, dass wir die Schrotflinte noch haben. Blöd, das ist für so ein Kleinvieh-Verballer. Warte mal kurz. Ach, das ist in-game. Dieses Herzding ist in-game. Boah, ist das mies. Boah, dieses Herzklopfen, das merke ich ja jetzt. Es ist so voll ekelhaft, ey. Das ist schon besser. So. Jungs, jetzt kann ich mit euch spielen. Ich wollte gerade die Plasmawaffe nachladen, das ist so schlau. Gut, das war jetzt nicht so schlau. Oh. Ah. Stimmt, die muss ja jetzt extrem aufpassen. Scheiße. Hier gibt es jetzt überall Sachen, die explodieren. Ich gebe erst mal einen Medipack holen, weil wir kommen eh nicht mehr wieder hier lang. Komm ich das? Kann ich das von hier aus? Kann ich? Ja, da ist es. Oh, ist das hell. So. So sah es damals aus. Aber ich fand es für die damaligen Verhältnisse, für die allererste Xbox, sah es schon geil aus, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe im letzten Kapitel jetzt gar nicht mal nachgeguckt, wie es da so aussah, ne? Sorry. Trockene Haut. Es ist so ruhig. Oh nein.
mit dem Schwert. Tschö. Aber ich habe auch noch nicht gesehen, dass ein Elite so runterfällt. Naja. Oh nein, ich falle. Oh, ich dachte schon. Schluss mit dir. Die da hinten zu bekämpfen macht keinen Sinn, deswegen lasse ich das auch einfach. Ja, das war sehr spektakulär, muss ich sagen, aber hey. Hat mich das Lied auch noch erwischt. Das ist nicht. Was? Ach komm, fuck you. Einfach nur fuck you. Ich hab nur zuerst gekillt. So eine dreckigen. Dann will ich mein Maschinengewehr wieder hinnehmen hier. Wieso bleibe ich da hängen? Ach, da war eine Allianz noch. Gut, so aus der Ferne sollte ich echt nicht schießen. Hier war noch mehr, aber ist egal. Drauf gepfiffen. Ach, geht mir nicht auf den Sack, ihr kleinen Mistviecher. Meine Güte. So, einfach mal rüber hinwegsprengen und Judas. Haben die jetzt ausgelöscht hier? Oh, krass. Raketenwerfer. Das war knapp. Ach. Ich vergesse immer, dass ein Schlag bei denen nichts bringt. Die haben gar kein Shield. Weißt du, sie sind kein Mitglied der Shield. Holy. Jetzt. Hilfe. Ich hab Stalker am Arsch. Du Sack. Nein, ihr kriegt kein Autogramm. So. So geht man mit Stalkern um. Holy shit. Hier ist ja einer mit Raketenwerfer. Ich hasse diese Flats, ne? Die flatzen mich voll ab. Cool. Hier ist nur ein Medi. Ja, du Sack. Hast du keine großen Töne mehr, ne? Danke für den Muni. Alle Gott, okay, das ist die falsche Richtung. Ja, komm, ich muss nicht alle töten. Müssen hier wieder lang. Rückzug.
Irgendwo hier in der Ecke kommt dann plötzlich wahrscheinlich wieder so ein riesen fetter Gegner. Jetzt sind wir hier. Ey, von was denn? Nur kurz richtig hinsetzen. Tut der Arsch weh. Weg. Ich krieg trotzdem keine Autogramme. Hä? Wie hat denn der mich getroffen? Geht mir nicht auf den Senker jetzt. Oh, wahrscheinlich das hier. Nachladen sind immer schön. Hä? Der springt über mich hinweg und trifft mich. Holy crap! Ich hänge fest. Wieso hänge ich an jeder Kante jetzt wieder fest gerade? Wie sagt man so schön, ein Kleinvieh macht auch Mist. Hier trifft es auf jeden Fall zu. Das ist so ein kleines Vieh, Mann. Ernsthaft? Undankbares Stück, die Allianz. So. Eieiei. Gut, Schild ist aufgeladen. Ne, wir haben keinen Balken verloren, oder? Maximal einen. Sind es die nächsten? Meine Güte, ist die Schlucht lang. Ist irgendeiner mit Raketenwerfer mal wieder? Oh oh. Hab ich sie alle getroffen? Ja gut, alle bis auf den Fetten. Warum habe ich jetzt gegen einen geschossen? Ja, egal. Manche Gegner ignoriere ich das einfach mal. Ach ja, jetzt gehen jetzt mal die 50.000 Wege nach oben. Oh Gott. Serious? Da will ich nur mal kurz hier nach Schmuddelbilder gucken. Weißt du, kommen diese Viecher wieder. Das sind die Schmuggelbilder-Polizei. Springen kann ich auch, Junge. Na, hier ist nicht der zweite Kern. Wo ist denn der zweite Kern? Nochmal. Ich hab's vergessen. Eiskalt vergessen. Komm ich hier hoch? Ja. So. Ein du Saftsack. Okay, das heißt, wir müssen hier lang. That's the correct way? I think so. Ja, ist der richtige Weg. Na gut. Stupido. Gut, knöpfen wir uns den nächsten Generator vor. Oh, ernsthaft. Wir stehen erstmal loswerden da oben. Ja, scheiße, mit dem Ghost auch noch, ey. Ei.
Gut, der Panther. Ah. Scheiße, Totti. Ich hab doch gerade ausgenockt. Ei, Karamba. Noch irgendwelche Fragen? Okay. Ja, das ist ein Medikit. Und Raketenwerfer. Okay, einen Balken haben wir echt verloren. Wir haben echt einen Balken verloren. Krass. Oh, cool. Darf ich dir auch in die Fresse schlagen? Ja? Deutsches Opfer? Darf ich dir auch in die Fresse schlagen? Das will ich jetzt echt einfach mal überlesen haben. Was macht denn der? So, Nummer 1. So, den Ghost lasse ich auch immer sein. Weil sowas einfach nur scheiße ist. Ich wiederhole es jetzt mit Absicht nicht, was du geschrieben hast, aber ganz ehrlich, sowas macht man nicht. Gehört sich nicht. Ganz einfach. Da verstehe ich auch keinen Spaß drunter. Da werde ich ganz schnell fuchsteufelswild. Na da. Das war so klein, du Stück Scheiße, du dreckiges Stück, weißt du, da oben. Was bist denn du? Ich hab nicht geschrot, finde, klar. Komm, ich ihm zu fies. Trotzdem ist das ist kein Grund. Das ist kein Grund. Dann gehen wir halt zu Fuß, mein Gott. Waren hier nicht noch irgendwie Jäger oder so? Ich weiß nicht. Ich glaube, hier waren noch Jäger. Surprise! Da war ein Jäger. Oh Gott. Gut, sind durch die einzelnen Gegner hier rechts, ne? Ja. Ey du. Scheiße. So, Nummer 1. Wo schießt denn du hin, Kollege? So. Problem gelöst. Es ist für niemanden ein Grund. Ich muss hoch. Aber ich will auch nicht weiter darüber diskutieren. Ich finde sowas einfach scheiße und möchte sowas generell nicht mitkriegen. So. Für mich hat sich das Thema jetzt auch erledigt. Oh, ich dachte, das Ding trifft mich. Oh. Erstmal aufladen lassen. Ja, schon wieder. Mann.
cool. Der Panzer hat seinen eigenen Kollegen abgeknallt. Geil. Und hoch, 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 hoch. Habe ich den geklatscht jetzt oder was? Ne, habe ich nicht. Oder? Ne. Die ist auch nicht down. Jetzt aber, okay. Okay, wir müssen jetzt nach... Oh, und da oben auch noch. Wuhu, ich fliege mit extrem schwitzigen Händen. Yeah. Das ist voll warm gerade. Cool. Ach, hör auf. Hier ist so eine Art Landeplattform. Okay, Landeplattform, cool. Muss aber rüber. Einmal rückwärts. Oh, ich hoffe, ich krieg wieder ein bisschen Energie. So will ich nicht weitergehen. Aber dieses Herzklopfen gibt mir auch einen Keks gerade. Wenn du nicht willst, wenn du das nicht willst, dann musst du es klar und deutlich sagen. Soll nicht euch bekriegen. Problem ist, ich bin ziemlich gearscht. Ich kenne das Problem nicht. Deswegen. Raketenwerfer ausschalten, der da vorne ist. Habe ich einen Raketenwerfer-Typ ausgeschaltet? Ich hoffe. Ist noch überall Gegner. Der Generator ist überlastet. Jetzt noch den letzten. Ah, dieser Raketenwichser immer. Oh, ist doch nicht wahr. Das war's. Der Generator ist überlastet. Jetzt noch den letzten. Ach, Mann. Fickt euch, ihr Raketenhuren! Ah, ich hasse das, ey. Hallo. Das war's, der Generator ist überlastet. Jetzt noch den letzten. Ein bisschen Leben wäre geil. Nervt nicht. Naja, wenn es das Einzige ist, was du willst, dann GZ. Ich habe die Pille auf Ortem geortet. Sie ist 1200 Kilometer entfernt runtergekommen. Laut den Anzeigen sind ihre Fusionsreaktoren noch aktiv. Okay, wo ist lang? Die Pille auf Ortem ist mit Sicherungssystemen ausgestattet, die auch ich nur mit Genehmigung des Treffens umgehen kann. Wir müssen ihn finden oder seine Neuralimplantate, um die Sprengung des Kerns einzuleiten. Wir müssen unten lang. Dieser Tunnel führt zum nächsten Abschnitt der Schlucht. Dort befindet sich der letzte Generator, um den wir uns kümmern müssen.
Aber weiterfliegen bitte. Auch immer diese Raketenwerfer. Meine Güte, ich hasse diese Pussys. Boah. Was hasse ich ja. Vor allem in Fortnite auch. Ich hasse diese Pussys, die immer Raketenwerfer benutzen. Die haben keine Schwänze in der Hose. Aber Hauptsache Raketenwerfer. Oh. Laut den Anzeigen sind ihre Fusionsreaktoren noch aktiv. Sorry, aber sowas regt mich echt auf. Sicherungssystem ausgestattet, die auch ich nur mit Genehmigung des Captains umgehen kann. Wir müssen ihn finden oder seine Neuralimplantate, um die Sprengung des Kerns einzuleiten. Dieser Tunnel führt zum nächsten Abschnitt der Schlucht. Dort befindet sich der letzte Generator, um den wir uns kümmern müssen. Ich hab die doch getroffen jetzt. Ich habe die Pille auf Ort und geortet. Sie ist 1200 Kilometer entfernt runter. Also was verstehe ich echt keinen Spaß mehr, ey. Ich hasse Raketenwerfer-Wichser. Die Pille auf Autumn ist mit Sicherungssystemen ausgestattet, die auch ich nur mit Genehmigung des Captains umgehen kann. Wir müssen ihn finden oder seine Neuralimplantate, um die Sprengung des Kerns einzuleiten. Dieser Tunnel führt zum nächsten Abschnitt der Schlucht. Dort befindet sich der letzte Generator, um den wir uns kümmern müssen. Ey, Mann, wieso fickt der Typ nicht endlich? Von Cortana, die Tussi labert und labert immer denselben Scheiß. Geht mir auch auf den Sack. Ich habe die Pille auf Autumn geortet. Sie ist 1200 Kilometer entfernt runtergekommen. Laut den Anzeigen sind ihre Fusionsreaktoren noch aktiv. Oh, verpiss dich jetzt, du Spasti. Meine Güte, geht mir auf den Sack. Dieser Tunnel führt zum nächsten Abschnitt der Schlucht. Dort befindet sich der letzte Generator, um den wir uns kümmern müssen. Oh, hast es jetzt bald mal. Ich habe die Pille auf Autumn geortet. Sie ist 1200 Kilometer entfernt runtergekommen. Laut den Anzeigen sind ihre Fusionsreaktoren noch aktiv. Die Pille auf Autumn ist mit Sicherungssystemen ausgestattet, die auch ich nur mit Genehmigung des Kerns umgehen kann. Wir müssen ihn finden oder seine Neuralimplantate, um die Sprengung des Kerns einzuleiten. Einer fehlt noch. Nehmen wir uns den letzten Generator vor. Mann, geh mir auf den Sack sowas, ey. Boah. Kann ich direkt ein verficktes PvP-Spiel spielen, ey. Dort befindet sich der letzte Generator, um den wir uns kümmern müssen. Ja, Cortana, halt die Fresse ernsthaft. Du bist die nervigste Frau, die ich kenne. Und ich kenne Navi. Ich krieg hoch gerade Aggression hier gerade, ey. Boah, diese verfickten Raketenhurensöhne, ey. Ja, ich hab's gesagt. Ich hasse sowas, ey.
Vor allem dieses scheiß Dreckschiff hier, weißt du? Ich habe die Pille auf Ort geordnet. Sie ist 1200 Kilometer entfernt runtergekommen. Laut den Anzeigen sind ihre Fusionsreaktoren noch aktiv. Die Pillar of Autumn ist mit Sicherungssystemen ausgestattet, die auch ich nur mit Genehmigung des Captains umgehen kann. Wir müssen ihn finden oder seine Neuralimplantate, um die Sprengung des Kerns einzuleiten. Dieser Tunnel führt zum nächsten Abschnitt der Schlucht. Dort befindet sich der letzte Generator, um den wir uns kümmern müssen. Stimmt, hier kann ich ja nur zu Fuß weiter. Ach, fuck. Ach, fick dich doch. Meine Güte, es geht mir nicht auf den Sack hier. Ich glaube, es merkt man auch, warum ich diese Flatzen, die Pest hasse. Die sind wirklich Parasiten. Das sind wirklich diese miesesten Gegner, die man in einem Spiel haben kann. Ich hasse die Flats. Das ist das einzige Manko im ganzen Halo-Universum. Diese verschissenen Motherfucker-Flats. Und wir sind jetzt bei, keine Ahnung, welchem Kapitel sind wir? Ja, jetzt stirb doch endlich, meine Güte! Ey, immer diese Raketenwerfer, ey, die haben wirklich... Ernsthaft jetzt? Ernsthaft, Spiel, du willst mich jetzt gerade so richtig aggressiv machen? Ernsthaft, hier an dieser Stelle? Ich habe die Pille auf Ordnung geordnet. Sie ist 1200 Kilometer entfernt runtergekommen. Laut den Anzeigen sind ihre Fusionsreaktoren noch aktiv. Die Pillar of Autumn ist mit Sicherungssystemen ausgestattet, die auch ich nur mit Genehmigung des Captains umgehen kann. Wir müssen ihn finden oder seine Neuralimplantate, um die Sprengung des Kerns einzuleiten. Dieser Tunnel führt zum nächsten Abschnitt der Schlucht. Dort befindet sich der letzte Generator, um den wir uns kümmern müssen. Sollen die ruhig herkommen? Komm, steh wieder auf. Ich weiß, ihr wollt wieder aufstehen. Na, los, komm. Jetzt muss ich mal ein bisschen wieder konzentrieren hier. Aber ich glaube, mit Apex wird es nicht. Weißt du, vorne liegt ein Medipack, weißt du? Ja, da kommt er wieder. Kommt her. Ich bin gerade was ruhiger.
Ey, der hat mich doch gar nicht getroffen. Ja klar, wenn ich so an einer gewissen Stelle sterbe, dann lande ich natürlich in der Nähe. Also relativ nah. Oh, Mann! Jetzt stirb doch endlich, du hässliches Stück Scheiße, meine Güte. Gott, geh nicht mehr auf den Piss, ey. Vor allem ja, ich hab keine Chance, ne? Meine Hände sind total am Schwitzen. Ich hasse sowas wie die Pest, ne? Mich macht gerade alles aggressiv, selbst das Atmen. Wie hat er mich getroffen? Also ernsthaft mal. Ich muss jetzt irgendwie beeilen. Wo ist ein Raketenwerfer-Wichser? Bist du Pussy? Ernsthaft, der ist nicht da? Sag mir jetzt nicht, dass das Spiel hat diese Mechanismus, wenn du zu oft an einer Stelle stirbst, dass es automatisch leichter wird. Sag mir jetzt bitte nicht, dass dieses Spiel das hat, ey. Ich weiß gar nicht, bei welchem Kapitel sind wir mittlerweile. Doppelter Verrat. Ich glaube, das ist das vorletzte, ne? Ich meine, das wäre das vorletzte Kapitel. Also ein oder zwei Kapitel haben wir auf jeden Fall noch vor uns. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele. Ich weiß aber nicht, ob ich die heute noch durchziehe. Das weiß ich echt nicht. Wahrscheinlich mache ich nach diesem Feierabend. Weil ich bin echt, ja. Man merkt, glaube ich, dass ich sehr gereizt bin. Vor allem, es wird noch schlimmer jetzt. Es wird noch schlimmer. Aber ich kann mich auch muten und die Cam wegmachen und die Schnauze halten. Das geht natürlich auch. Ich wollte nachher gegebenenfalls noch Apex spielen. Aber erst spät. So, der letzte Kern müsste das sein, ne? Ja. Jetzt darf ich erstmal so einen scheiß Banshee da irgendwie kaschen kriegen. Das sind dummerweise genau da hinten alle. Aber wie lange hänge ich jetzt an diesem Kapitel schon, ey? Ein Death Counter wäre gar nicht mehr so verkehrt hier gewesen. Ich lasse dich schon mal bekriegen hier. Hey, wo kommt ihr denn alle jetzt auf einmal her? Ach, geht mir doch nicht auf die Eier, ihr verdammten Wichser. Meine Güte, kann doch nicht wahr sein. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal? Ich hasse Gegner, die plötzlich einfach irgendwo herkommen. Logik oder nicht? Logik wird hart in den Arsch gefickt, mehr ist das nicht. Nee, ich mache nach dieser Runde Feierabend, definitiv. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab aus Prinzip schon keinen Bock mehr. Wieso? Kleine. Ja, genau, ich hab direkt mal wieder so. Ist doch nicht schlimm genug, dass die Flat so übermäßig zahlreich ist. Von vorne, von hinten, von links, von rechts. Fick deine Mutter.
glaube, ich breche hier jetzt einfach ab gleich. Ich habe keinen Nerv mehr für so eine Scheiße. Ich habe da keine Nerven mehr für, bin ich ganz ehrlich. Das macht mich so überaggressiv gerade. Ich denke, ich mache gleich die Cam weg und mute mich und... Ja. Ist vielleicht das Beste. Ich versuche das noch einmal. Vor allem, jetzt regt es auch so auf, dass ich so schwitzige Hände habe. Das ist so ekelhaft einfach. Mann. Vor allem, da vorne sind irgendwelche Missgeburten, da vorne sind irgendwelche hässlichen Arschgeigen und da vorne sind auch noch welche. Wieso jetzt von allen Seiten wieder? Ach Himmel, ey, ernsthaft jetzt? Ernsthaft, Elite? Ich will jetzt Gewalt und Kotzen hier. Verpiss dich! Meine Güte. Klar, ich treffe das Ding nicht, klar. Es fliegt voll auf mich zu und ich müsste eigentlich Hardcore treffen, aber ich treffe es trotzdem nicht. Sollen die sich da vorne bekriegen? Ich guck mal, dass ich mich irgendwie hinten rumschleichen kann, ey. Da, ich hab noch 4 Schuss. Läuft. Maschinengewehr gegen die Flats. Ich treffe nicht ein einziges Mal. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Schrotflinte kriege gerade, das weiß ich gerade echt nicht. Aber ich habe keine andere Wahl, ich brauche eine andere Waffe. Kriege ich genug davon zusammen? Neun Schuss, ja, muss reichen. Das muss reichen. Ich muss da hoch. Witz an der Sache ist jetzt gerade, hier gibt es keinen Banshee. Aber ich muss jetzt erstmal hier vorne lang, mir jetzt irgendwie einen klauen. Sollen sie sich da bekriegen? Das Ding schießt echt unter alles auf. So. Das war so klar, dass Raketenwerfer ist. Das war so klar. Und ich stehe wieder auf. Ich bleib bei meiner Meinung, ganz einfach. Wer Raketenwerfer nutzt, hat keinen Skill. Um es milde auszudrücken, obwohl ich schon viel Schlimmeres gesagt habe. Ist einfach so. Ich hasse Raketenwerfer, Nutzer. Ich hasse sowas einfach wie die Pest.
Weißt du, brauchst du noch nicht mal groß zielen oder sowas. Es reicht eigentlich schon, wenn du nur mal daneben schießt. Hallo, Auto-Aim. Klar, also Schildtreffer. Ja genau, kommt alle her. Klar, steh wieder auf. Ah, Gottchen. Alles gar kein Problem. Ich meine, die Flats sind ja keine größere Bedrohung als ich. Ernsthaft jetzt? Kann nur so mehr. Wenigstens das Ding ist zerstört. Sprinten, ich kann nichts, gar nichts, nada. Steig doch ein! Schnell, 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 schnell. So. So, einfach aus Prinzip jetzt. Einfach nur aus Prinzip. So. Ich werde jetzt sterben. Weil es für nicht mehr viele Schüsse. Vielleicht habe ich aber Glück. Und dann fuck ich mich wieder richtig ab und ja. Klar kommen, dass sie. Wo sind diese Checkpoints? Oh, ernsthaft. Ich versuche jetzt einfach zu umgehen. Juckt mich nicht. Und schon wieder. Klar, genau dann trifft mich dieses. Oh, ich krieg das Kotzen an dieser Stelle. Das war auch letztes Mal nicht so schwer. Mann, diese verfickten Flats, ey. Boah, mich macht die Musik gerade tierisch aggressiv, ey. Noch richtig mehr. Ich mach gleich einen Rage-Quit, ist mir scheißegal. Könnt ihr euch alle mal gerne am Arsch ficken, ey. Sorry, aber sowas regt mich einfach nur übertrieben auf. Ich hab Bock.
meinst, das ist schon kaputt, ne? What the fuck? Ernsthaft? Ach komm, fick dich doch, Halo. Fick dich einfach nur. Alter, wo die... Klar, ich bin natürlich genau in deren verfickten Spawn gelandet. Ist klar. Ihr könnt mich gleich... Ja, ihr könnt mich gleich erstmal alle gern haben, ey. Cam aus, muten. Ich versuche es irgendwie durchzukriegen. Ist mir scheißegal. Ich sag jetzt keinen Ton mehr. Danach ist aber auch echt Feierabend. Ich habe keinen Bock mehr. Letztes Ziel neutralisiert, nicht sie weg hier. Nichts wie ins Taxi und zum Captain. Nein, das dauert zu lang. Haben Sie eine bessere Idee? Es gibt doch das Teleporternetz. Mit ihm bewegt sich der Illuminat so schnell voran. Im Kontrollzentrum habe ich gesehen, wie man reinkommt. Leider verbraucht jeder Sprung ein beträchtliches Maß an Energie. Irgendwas sagt mir, dass mir das nicht gefallen wird. Aber ich bin sicher, dass ich die ohne zu große Schäden aus ihrem Anzug kriege. Es muss beim ersten Versuch klappen. Los.
Das Netz der Allianz ist ein einziges Chaos. Wenn ich richtig verstehe, hat ihre Führung allen Schiffen befohlen, Halo zu verlassen, als die Flood entdeckt wurden. Aber es war zu spät. Die Flood haben den Kreuzer überrollt und außer Gefecht gesetzt. Man fürchtet jetzt, dass sie das Schiff reparieren, um Halo zu verlassen. Sie haben ein Team geschickt, um die Flood zu neutralisieren und das Schiff zum Start fertig zu machen. Ich kann Captain Keys Signal jetzt klar empfangen. Er lebt und die Implantate sind intakt. Die Funkverbindung wird durch den Schaden am Reaktor des Kreuzers gestört. Ich bringe uns näher ran. Aha, die Koordinaten müssen... Oh, sorry. So. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mache an dieser Stelle jetzt Feierabend. Und ja, sorry, dass ich mich so aufgeregt habe, aber es hat mich so aggressiv gemacht. Hat mich einfach nur hochgradig aggressiv gemacht. Ist bei mir halt manchmal so. So, wenn es stört, nicht mein Problem. Gut, ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Runde von Halo oder irgendeinem anderen Spiel wieder. 2 Missionen haben wir noch vor uns. Ja, machen wir dann irgendwann mal. Ne? Vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Tschö mit Ö, tralalö. Und immer schön keinen aggressiv machen. Ich schwöre, das wird euer Ende. Tschö.